Herzlich willkommen zu unserem heutigen Live-Video. Das heutige Thema ist CAD/CAM CNC. Wir wollen euch das ein bisschen näher bringen, so untechnisch wie möglich. Mein Name ist Thomas Kettler-Semmler. Mein Name ist Felix Nitschke. Ja, und steigen wir gleich ein. Ja. Der Felix, der hat ganz viel Erfahrung privat im 3D-Druck, also in diesem ganzen Prozess, und erklärt uns heute so ein bisschen, wie man vorgeht. Ja, bitte Felix. Wenn ich ein Projekt umsetzen möchte, dann setze ich mich in der Regel als erstes an meinen Schreibtisch und mache eine kleine Skizze. Wenn ich die Skizze abgeschlossen habe und irgendeine Vorlage gefunden habe oder sowas, dann geht es an den Rechner und dann öffne ich mein CAD-Programm oder CAD-Programm. Das ist eine Abkürzung für Computer Assisted Drawing. Und da kann man 2D zeichnen als auch 3D. Als 2D-Programm würde ich zum Beispiel QCAD empfehlen und als 3D-Software zum Beispiel Fusion, weil das beides kostenlose Software sind für den Hobbyanwender. Ich habe da ein Beispiel. Ja. Ich habe hier den Rechner unten drunter stehen. Vielleicht kann man es dann einfach mal zeigen. Ich denke, das ist vielleicht für den einen oder anderen dann eher ersichtlich, sofern die Technik mitspielt. So, das heißt, du fängst, wenn ich das wiederholen darf, mit einer Zeichnung an. Also genau am Anfang hast du die Idee, dann fängst du mit einer Zeichnung an. Ich blende die hier mal ein. Wir haben das ja hier natürlich schon vorbereitet. Ja, einfache 2D-Zeichnung. Ihr seht, das ist jetzt nichts Großes. Und da kannst du eigentlich schon stoppen, habe ich das genau. Das genau, weil da kann man halt einfach in 2D Silhouetten zeichnen oder sowas, wie zum Beispiel jetzt hier diese kleine Silhouette von der Stadt. Oder du gehst noch ins 3D halt, je nachdem, was deine Software kann, und gehst von da aus weiter. Ne? Machen wir die mal wieder hier raus. So, und hast dann eben ein 3D-Objekt, von dem du weitergehst. Genau. Letzten Endes entwickelst du im ersten Schritt dein Objekt und hast am Ende zwei mögliche etablierte Dateitypen zur Auswahl. Entweder die DXF als 2D oder die STL als 3D. Genau. Das ist alles im CAD, richtig? Ja. Okay, ich schreibe das mal kurz auf, dann können wir nachher noch einmal kurz das ganze Revue passieren lassen. Also am Anfang, dass das C auch erkennbar ist, haben wir die CAD und wir haben entweder eine DXF als 2D-Zeichnung oder eine STL, wenn wir in den 3D-Bereich gehen. Das war Schritt 1. Ja. Geht's weiter? Ja, genau. Ich nehme es wieder runter. Okay. Ja. Wenn man das Ganze dann abgespeichert hat in seinem beliebigen Dateiformat, dann geht es zum nächsten Programm. Und das ist das CAM-Programm. Da nimmt man dann seine Datei hoch und hat dann jeweils für die CNC-Maschine, muss man ja dann festlegen, okay gut, was für Wege soll die fahren und wie soll sie da lang fahren. Und dementsprechend weisen wir dann in dem CAM-Prozess die Werkzeuge, also angenommen unseren Fräser, der Maschine zu und sagen dann, okay gut, sie soll angenommen auf der Linie fahren oder links oder rechts von der Linie, sodass man entweder einen Teil ausschneidet oder angenommen eine Tasche, also eine Aussparung fräst. Ja. Und am Ende hat man dann die eigentliche Arbeitsdatei. Genau. Den geht. Genau. Also ich nochmal zusammen. Also das heißt im zweiten Schritt, CAM ist, oder CAM, ist es so, dass wir, naja, offiziell sagt man, die Werkzeugwege definieren. Wir legen also fest, wie sollen die einzelnen Konturen, die einzelnen Elemente unseres Projektes, unseres Objektes bearbeitet werden. Ja. Ja, damit hinterher, letzten Endes, wenn wir irgendwann fertig sind, die Maße natürlich auch stimmen. So einfach ist das. Schritt 2, CAM. Genau. Da, während der Kollege noch aufschreibt, würde ich dazu noch sagen, da kann man halt entweder VCarve nehmen oder man nimmt dann halt Estelcam. Das ist halt eine freie Software und VCarve ist eine bezahlte Software. Oder sämtliche andere, das sind zwei Beispiele. Ne? Da gibt es jede Menge. Fusion hat ein Cam integriert, ja. VCarve, ihr kennt Vectric als Hersteller. Bei uns im Shop, das ist ein kommerzieller Softwareanbieter, die solche Software anbieten. Estelcam kennen viele im Privatbereich, ist eine ganz einfache, aber sehr gute CAM-Software. Es gibt ja immer mehrere Wege, die zum Ziel führen. Am Ende des CAMs ist es aber so, dass wir die eigentliche Arbeitsdatei, diesen G-Code, fertig haben. Ja? Also der G-Code ist die Datei, wo halt die komplette Maschinensprache abgespeichert ist. X1, Y300 oder sowas. Das ist das, was letzten Endes die Fräse genau versteht. Genau. Okay, haben wir auch erledigt.
Weiter. Dann kommen wir zum CNC-Schritt. Da geht es dann aktiv an die Fräse. Das andere konnte man alles ohne Fräse machen oder so. Jetzt dürfen wir an die Maschine. Genau. Ah, jetzt okay. Kommt der tolle Teil. Und zwar haben wir dann einmal UC-CNC oder WinPC-NC, was man halt öffnet. Mhm. Und lädt dann da halt seinen G-Code hoch oder seinen G-Code. Mhm. Und kann dann da jeweils halt sagen, okay, gut, die Maschine home, seinen Nullpunkt setzen und auf Play drücken. Lass uns kurz innehalten, Felix. Ja. Ich glaube, da kam eine Frage aus dem Publikum. Ja, Kevin K. möchte wissen, warum verwendet ihr nicht das CAM von Fusion 360? Habe ich ja gerade in dem Satz noch hinterhergeschoben. Auch das Fusion hat integriert ein CAM. Was man verwendet, ist ja letzten Endes jedem selbst überlassen. Ich muss aber persönlich sagen, Fusion ist ein sehr machtvolles Programm, hat auch ein sehr machtvolles CAM, kommt aus der Industrie. Es kann natürlich sein, ohne das zu wissen, weil jeder Mensch ist anders, es kann natürlich sein, dass das vielleicht einfach zu viel ist. Ja? Das heißt, es ist wirklich sehr individuell zu gucken, welches CAM nimmt man. Aber es gibt keine Restriktionen. Ja? Also natürlich, das Fusion CAM geht genauso gut, zumal die entsprechenden Mechanismen, die notwendig sind, im Fusion integriert sind. Das ist richtig. Da hast du vollkommen recht, Kevin. Ja? Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, Felix. Also wir sind alles an der gut. Maschine. Ja. Genau. Wie ich gerade gesagt habe, dann setzt man seinen Nullpunkt. Das ist im Endeffekt, wo man in der Datei starten möchte. Und das, wenn man irgendwie einen Fräsprozess wiederholen möchte oder so, dann wieder seine feste Koordinate hat, wo man die Maschine hinfährt, um seinen Fräsjob weiterzuführen oder zu bearbeiten. Ja, gut. Ja, auch das nochmal kurz zusammengefasst. Also im dritten, im letzten Schritt, schreibe ich gleich auch noch auf CNC, geht es eigentlich echt an die Maschine. Ja, wir haben unsere Arbeitsdatei, den G-Code. Ja, was wie genau der aufgebaut ist, ist erstmal total uninteressant. Wir laden diese Arbeitsdatei in unsere CNC-Steuerungssoftware. Jetzt bei uns, bei StepCraft, sind es zwei von vielen möglichen Steuerungssoftware-Optionen, die wir anbieten. UC-CNC, WinPC-NC. Beide haben letzten Endes genau eine Funktion, nämlich dafür zu sorgen, dass die Mechanik tut, was sie soll. Ja, und dann haben wir noch eine Sache natürlich einige wenige Sachen zu erledigen. Wir haben unser Material aufzuspannen, logisch, sonst wäre es witzlos. Wir haben festzulegen oder der Steuerungssoftware mitzuteilen, wo denn der Startpunkt der ganzen Arbeit ist. Und zum Schluss, wenn wir das gemacht haben, drücken wir Startknöpfchen. Und wenn die Schritte, die du gerade skizziert hast, dann alle richtig ausgeführt wurden, kommt dann letzten Endes unsere Idee aus dem Material. Das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, wir haben noch eine Frage bekommen. Genau. Hier möchte Johann möchte gerne wissen, ist ein Unterschied der Softwares bei der D- und bei der DCM-Serie zu beachten? Ich hätte jetzt, hallo Johann, ich hätte jetzt fast gedacht, dass diese Frage anders lautet. Deswegen hatte ich schon das Grinsen im Gesicht, weil wir doch häufig gefragt werden, was ist denn der Unterschied zwischen WinPCNC und UCCNC oder was ist besser, was ist schlechter? Und das ist wirklich sehr schwer bis gar nicht zu beantworten, weil am Ende des Tages beide die gleiche Aufgabe haben. Ein Unterschied in der Wahl der Software zwischen D- und M-Serie ist tatsächlich im Schritt CAM, im zweiten Schritt, zu beachten. Das liegt einfach an der Mechanik, an der Maschine selber, denn die D-Serie, das haben wir beim letzten Mal ja versucht so ein bisschen zu erklären, als Hobbymaschine mit sehr begrenzten Kräften, kann weniger Kraft ins Material geben, weniger Kräfte aufnehmen und man muss da halt ja schlichtweg langsamer arbeiten als auf einer M-Serie. Das ist hier natürlich die D-Serie. Ja? Das ist dann im CAM-Schritt zu berücksichtigen. Ansonsten vom Prozess, vom Workflow, ist der maschinenunabhängig. Noch eine Frage? Ja, there's a question from Johnny. I understand German. I'm not good writing, so okay. My question is, how well is StepCraft integrated with FreeCAD? Okay, Johnny, good afternoon, good morning. Wherever you are. Hello. He can speak German. Okay. He said this. Okay. Ja. Hello, Johnny. Hallo, Johnny. In FreeCAD integriert. FreeCAD hat ja zumindest nach meinem Wissen kein integriertes CAM. Wenn das so ist, muss ich mich ausklinken. Dann muss ich sagen, bin ich nicht vertraut. Ansonsten ist es ja für den weiterfolgenden Prozess, ich gehe mal hier wieder zurück, ja, erstmal egal, was wir hier oben als CAD haben, ob das FreeCAD, QCAD, CATIA, SolidWorks, whatever ist,
Das ist für den weiterfolgenden Prozess erstmal mal nicht ganz wichtig, solange wir berücksichtigen, dass sich etabliert haben DXF als Übergabeformat im 2D-Bereich, STL als Übergabeformat im 3D-Bereich. Ich hoffe, darauf zielte deine Frage. Bevor ich es vergesse und weil ich gleich nochmal so ein abschließendes Statement machen möchte, schreibe ich mal eben hier noch den letzten Schritt hin. Und das ist schlichtweg, also über Kreuz schreiben ist sehr schwer, die Fertigung. Ja, letzten Endes, Felix. Sind es das, die drei groben Schritte, um ein Projekt durchzuführen? Klar, jeder Schritt bedarf nochmal ein bisschen Einarbeitung und sowas alles. Mhm. Aber so habt ihr, denke ich mal, jetzt schon mal eine ganz gute, grobe Übersicht. Das Coole, was ich finde, ist ja, es ist letzten Endes total egal, ob wir etwas ganz Einfaches, was Simples haben oder ein hochkomplexes Bauteil. Ich komme am Ende des Tages nicht umhin, mich an diesen drei Schritten entlang zu hangeln. Und solange ich diese Reihenfolge berücksichtige, kann ich alles machen. Es gibt natürlich da zur Unterstützung jede Menge. Es gibt Tutorials, es gibt Schulungen natürlich. Wir bieten auch Schulungen an. Was ich ganz gut finde, oder du, Felix, kannst es mal zeigen, es gibt ein Workbook, das CAD/CAM CNC Workbook. Das ist eigentlich ein Lehrbuch, welches versucht, den gesamten Prozess, deswegen heißt es auch sinnvollerweise CAD/CAM CNC Workbook, der computergestützten Fertigung, ja, durchzulaufen. In dem Buch wird für CAD und CAM als Beispiel Autodesk Fusion 360 genommen, für den CNC-Bereich natürlich die beiden Softwares, die wir anbieten als CNC-Steuerung. Im CAD/CAM-Bereich muss man aber sagen, die Werkzeuge, die man in Fusion findet, findet man in der gleichen oder ähnlichen Form mit jeder anderen CAD- oder CAM-Software. Also das muss man. Ich persönlich finde es ganz gut, weil es ist sehr simpel geschrieben. Es ist also, ich sage mal so schön, es ist nicht erstes Semester Maschinenbau, ja? Sondern es ist ganz weit heruntergebrochen und versucht, ja, ich sag mal, so wenig wie nötig theoretisch zu sein und so viel wie möglich praktisch das Ganze zu berücksichtigen. Also es ist für jeden Einsteiger was. Genau. Ohne technischen Hintergrund. Oder richtig. Sowas. Das wäre vielleicht was für denjenigen, der lieber die Offline-Variante oder hartes Papier bevorzugt. Es gibt natürlich gerade heute unzählige Möglichkeiten, sich zu informieren. Ja. Was ich persönlich immer ganz wichtig finde, ist Spielgedanke haben. Man einfach sich darauf einlassen, es ist dank der Software, wie sie heute aufgebaut ist, gar nicht mehr so schwer. Ne? Absolut. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Ich würde sagen, wir fassen es einfach noch mal einmal zusammen. Gerne. Ja, und also computergestützte Fertigung. Möchtest du zusammenfassen? Ich muss ja hier nicht Monolog so, führen. Ja, bitte, klar, gerne. Also computergestützte Zeichnen, da haben wir dann halt einmal, wenn wir von unserer 2D-Skizze oder 3D-Modell, je nachdem, was man halt hat, speichert man das Ganze in DXF oder STL. DXF ist, wie wir schon aufgeschrieben haben, 2D und STL ist 3D. Dann mit unserer abgespeicherten Datei gehen wir ins CAM-Programm. Dort weisen wir der Datei dann halt Werkzeugwege zu und was wir halt je nachdem für ein Tool auf der Maschine haben. Und ja, oder halt auch den Fräser. Und wenn wir dann das Ganze abgespeichert haben, speichern wir das als G-Code ab. Das ist so gesehen die Maschinensprache. Und das Ganze tun wir dann in unseres CNC-Programm, was wir halt ja vorhin schon erläutert haben, UC-CNC oder WinPCNC, womit man dann wirklich halt an der Maschine die Maschine ansteuert und im Endeffekt halt seinen Nullpunkt setzt, das Werkstück festspannt und dann auf Play drückt. Ab in die Fertigung geht. Und dann schaut, was man produziert hat. CAD, CAM, CNC. Versucht einfach zu erklären. Ich hoffe, es ist uns gelungen. Damit wären wir für heute auch schon fast am Ende. Ja, wir danken euch natürlich fürs Zugucken. Ja. Ich habe noch einen kleinen Punkt. Und ja, zwar, genau. Wenn ihr Lust habt, unser Team zu verstärken, wir suchen immer Leute. Und genau. Wenn du genauso ein Nerd oder Technikfreak bist wie wir, bist du bei uns absolut richtig. Ja, schaut auf unsere Homepage. Da findet ihr immer so aktuell. Aktuell wird im Marketing wird eine Verstärkung gesucht. Okay. Ja, unter anderem, wenn es euch gefällt, was wir tun, na, lasst einen Daumen hoch da, das Übliche, was jeder YouTuber bittet. Und
ja, es sollte nicht das letzte Mal gewesen sein. Absolut. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wieder. Ja. Bis dahin, gehabt euch wohl und natürlich, da es kurz vor Weihnachten ist, schöne Feiertage, guten Rutsch, bleibt gesund. Ja, und think it, make it. Ja, ciao. Ciao.